Aloha und ganz, ganz herzlich willkommen zur Engelbotschaft für den April 2022. Bevor ich mit dem Channeling starte, möchte ich dich noch von Herzen gerne einladen zum Goddess Awakening Circle. Der Goddess Awakening Circle ist eine Community und Membership von erwachenden Frauen, die bereit sind, ihre innere Göttinnenkraft und spirituellen Fähigkeiten noch bewusster zu erwecken und zu leben, auch im Alltag. Dies bedeutet Divine Feminine Empowerment. Es ist so wichtig, dass wir Frauen jetzt unsere Weiblichkeit, unsere weibliche Schöpferinnenkraft, unsere Intuition, unsere Empfänglichkeit wiederentdecken und das auch leben. Und dieser energetische Circle, der Goddess Awakening Circle, wird von der geistigen Welt und den Göttinnen mit Healing Frequency und sehr kraftvollen und inspirierenden Lichtcodes unterstützt. Innerhalb der Community finden rund um den Voll- und Neumond virtuelle Circle-Treffen, Live-Channelings und Online-Events statt. Und ich lade dich sehr gerne ein, Teil dieser kraftvollen, inspirierenden und segensreichen Community von herzzentrierten Frauen zu sein. Deine innere Göttin ist der weiblichste, kraftvollste und zugleich sanfteste Anteil in dir. Erwecke und entfessle jetzt dein volles weibliches Potenzial. Alle Infos und den Link zur Anmeldung findest du unter dem Video. Ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist, dass wir uns jetzt gleich gemeinsam die Engelbotschaft und die Energieübertragung aus der geistigen Welt anhören, uns hineinfühlen können, uns öffnen können für diese wundervollen Frequenzen, die uns die Engel senden. Und diese Botschaft für den April, die Worte und auch die Frequenzen überbringen uns Erzengel Raphael, Erzengel Michael und Kuan Yin, die ja für Mitgefühl steht. Und ja, wir dürfen wirklich uns öffnen, voller Mitgefühl für uns selbst. Vor allen Dingen auch voller Mitgefühl und ja, Liebe und Offenheit für uns selbst, für unsere Stärken, die vermeintlich Schwächen sind. Es geht nämlich diesmal um Sensitivität, Sensibilität, Empfindsamkeit. Und das ist ja was, was bestimmt auch dich, wenn du diese Videos guckst, die Engelbotschaften auszeichnet, dass du eine Person bist, ein Mensch bist, der sehr empfindsam ist, der Energien wahrnehmen kann, entweder sehen, fühlen, hören, wissen. Ein Mensch, der im weitesten Sinne ein Empath ist, was ganz oft auch bedeutet, dass wir von anderen Menschen Dinge übernehmen, ohne die wieder abzugeben. Das ist dann so ein bisschen die Herausforderung, wenn man sehr sensitiv ist, hochsensibel, wenn man empathisch ist. Nicht nur empathisch, dass man wirklich mit den anderen fühlt und ja auch wirklich aufmerksam ist und einen schönen Raum, einen energetischen Raum halten kann, sodass die anderen sich wohlfühlen und entfalten können. Es kann dann wirklich tricky sein, dass wir auch ja leider oft Dinge übernehmen. Es kann noch ein altes Muster sein aus der Kindheit, weil wir einfach möchten, dass es anderen gut geht. Und damit stellen wir dann oft unser eigenes Wohlbefinden hinten an. Ich werde dazu auch noch eine Engelmeditation aufnehmen. Die werde ich dann in den nächsten Tagen veröffentlichen, wo es auch wirklich darum geht, da diese Energien aufzulösen, die uns dazu bringen, diese ja energetischen, ich nenne es jetzt mal Pakete von anderen zu übernehmen, auch die Verantwortung. Jetzt geht es aber darum, dass wir wirklich unsere Sensitivität, unsere Empfindsamkeit wirklich als Stärke schätzen lernen und auch so einsetzen und es nicht als Schwäche sehen, weil wir anders sind als die anderen. Denn im Grunde, und das sagen auch die Engel in der Engelbotschaft, ist es so, dass eigentlich jeder Mensch sehr sensitiv sein könnte,
wenn er das Bewusstsein hat und sich auch öffnet für diese energetische Ebene. Und solange das nicht so ist, sind wir ja, die empathisch sind, die hochsensibel sind, oft ein bisschen schräg angesehen. Aber es ist tatsächlich eine Stärke und das bestätigen auch uns die Erzengel und Kuan Yin in der Engelbotschaft. Und es geht auch nochmal darum, das kam schon letzten Monat, dass der Frieden in uns beginnt. Das gilt natürlich auch weiterhin, dass wir wirklich an diesen Ort des Friedens gehen, in unsere Mitte sozusagen uns ausrichten und ja, bei uns selbst bleiben. Und dann ist es auch umso einfacher, unsere eigenen Bedürfnisse zu erkennen und wirklich auch Mitgefühl für uns selbst zu entwickeln und auch Selbstfürsorge, wobei das Wort Fürsorge ist ein komisches Wort, aber mir fällt gerade kein besseres ein. Also, dass wir wirklich sehr gut nach uns selbst schauen, dass wir uns wirklich an die allererste Stelle setzen, was wir oft auch nicht tun, weil wir gewohnt sind, anderen zu helfen, anderen einen Raum zu bieten und dabei vergessen wir uns selbst oft und das darf sich jetzt ändern. Wir dürfen wirklich diese Sensibilität, diese Empfindsamkeit als Stärke sehen und uns an die erste Stelle setzen und unser Wohlergehen, unser Wohlbefinden an die erste Stelle setzen. Dann lade ich dich jetzt ein, dass du dich an einen ruhigen Ort zurückziehst, dass du dir es gemütlich und bequem machst und ja, vielleicht auch ein paar Mal tief ein- und ausatmest, dein Herz öffnest, dich verbindest mit Mutter Erde und Vater Kosmos und dir dann die Engelbotschaft, die Worte und vor allen Dingen die Frequenzen anhörst, beziehungsweise auch die Energie durch dich fließen lässt. Geliebte Menschenseele, wir freuen uns zutiefst, dass du hier bist, dass du dich jetzt mit uns verbindest, mit unserer Energie und mit allen anderen Menschenseelen, die diese Energie jetzt gemeinsam mit dir empfangen und teilen. Und wir freuen uns, dass du hier bist, zu dieser Zeit an einem Ort, der der richtige ist, den du gewählt hast, und dass du bereit bist, gemeinsam mit uns, gemeinsam mit den bereits erwachten Menschenseelen etwas Neues zu kreieren, eine neue Gesellschaft, eine neue Erde, eine neue Ära, eine neue Dimension, auch gemeinsam mit deiner Erde, gemeinsam mit der Quelle, gemeinsam mit uns. Dies ist ein Gemeinschaftsunterfangen, ein Gemeinschaftsprojekt. Wir alle ziehen an dem gleichen Strang, ohne zu ziehen. Wichtig ist, dass du dich mit deinem göttlichen Anteil, mit deiner Essenz verbindest, täglich, um zurückzukehren an den Ort des Friedens in dir, denn wie wir euch vor kurzem überbracht haben, ist der Frieden in dir, beginnt der Frieden in dir. Und nur von einem Ort des Friedens aus, in einer Energie des Friedens, können wir gemeinsam dieses große Projekt, das in Wahrheit nicht so groß ist, wie du denkst, unternehmen. Und heute möchten wir dich daran erinnern, dass deine Sensibilität, deine Sensitivität, wie auch immer du es nennen möchtest, deine Stärke ist. Vielleicht hast du in der letzten Zeit, besonders in den letzten Monaten und Wochen und Tagen wahrgenommen, dass sich deine Feinfühligkeit, deine Sensitivität verstärkt,
dass sich dein Bewusstsein geöffnet hat dafür, dass es mehr gibt, als du mit deinen Augen sehen kannst, als du mit deinen Händen anfassen kannst, als du mit deinem Verstand begreifen kannst. Es gibt so viel mehr, als dir bewusst ist. Und dennoch bist du den Schritt gegangen in dieses Bewusstsein des Lichtes, in die Erkenntnis, dass ein göttlicher Anteil in dir ist, der unsterblich ist. Du nennst es Seele oder höheres Selbst. Im Grunde bist du nie getrennt von der Quelle allen Seins. Und du bist verbunden mit allem, was ist. So bist du auch verbunden mit uns. Und dieses Verbundensein bedeutet nicht, dass die Quelle mehr besser ist, dass wir mehr oder besser sind als du. Es bedeutet aber genauso, dass du nicht besser oder weiter bist als deine Menschengeschwister. Wir sitzen alle im selben Boot, wir sind alle aus demselben Stoff, wir sind alle Licht. Und besonders in dieser Zeit, wenn wir gemeinsam an diesem Projekt der neuen Erde, wir nennen es Projekt der Einfachheit halber, es ist eine Art Bewusstseinsentwicklungsprozess, der langsam oder schnell gehen kann, je nachdem, wie du es dir ausmalst, wie du es für dich bestimmst und festlegst. Je leichter und je schneller du es festlegst, desto leichter und schneller geschieht es. Und zögere nicht und hab keine Angst. Sei mutig und setze für dich diese Intention oder auch wisse aus deiner Intuition, aus deinem Herzen, dass dieser Prozess ganz leicht, ganz mühelos und auch schnell gehen kann. Denn wisse, in höheren Ebenen spielt Zeit immer weniger eine Rolle, wie sie sich ganz auflöst, und auch Raum ist nicht relevant. Und besonders in dieser Zeit des Wandels ist dein Einfühlungsvermögen, deine Sensitivität, die Gabe deiner Wahrnehmung gefragt. Dein Mitgefühl, dein Bewusstsein für das Außersinnliche, dein Gespür für dein Umfeld, doch besonders für dich selbst. Zieh deine Aufmerksamkeit zurück aus der Außenwelt. Begib dich nach innen an den Ort deines Friedens, der Stille, des Lichtes in dir. Es ist wichtig für dich zu wissen und auch zu leben, dass du niemals die Verantwortung für jemand anderen übernehmen kannst. Du kannst niemanden heilen, du kannst niemanden in Frieden bringen. Alles, was du tun und sein kannst, ist, den Frieden in dir zu finden. Doch eigentlich muss er auch nicht gefunden werden, er ist ja bereits da. Denn Frieden ist deine Essenz, Licht ist deine Essenz. Du darfst dies wieder entdecken.
indem du deine Aufmerksamkeit von außen nach innen lenkst, indem du diesen Frieden in dir findest, wiederentdeckst, genießt und ausdehnst. Und davon kann dann dein Umfeld profitieren. Und du darfst jetzt auch verständnisvoll sein für die Menschenseelen, die noch nicht dieses Bewusstsein haben, die noch nicht den Frieden in sich gefunden haben. Es ist, wie es ist, und es ist alles gut, wie es ist. Und dennoch bist du aufgerufen, die Menschen in deinem Umfeld zu inspirieren, deinen Frieden, dein Licht zu teilen, ohne Erwartung, was sich daraus ergibt, was die Wirkung ist oder auch nicht. Dies ist nicht deine Aufgabe, eine Wirkung zu erreichen. Deine Aufgabe ist, Frieden und Licht zu sein und dies zu teilen. Und dies ist schon alles. Deine Sensitivität, dein Bewusstsein für das Licht ist deine Stärke in einer Zeit wie dieser. Und es ist, warum du ausgestattet wurdest mit dieser erhöhten Sensibilität, Sensitivität, Empfindsamkeit, auch Mitgefühl. Dies ist richtig und wichtig und ein Teil deiner Aufgabe. Im Grunde wäre jeder Mensch, jedes Wesen genauso sensitiv wie du. Noch ist sich nicht jeder dieser Fähigkeit, dieser Gabe bewusst und kann sie einsetzen, doch du kannst es. Und noch einmal, es ist wichtig, dass du in dir ruhst, bei dir bleibst, so oft wie möglich an den Ort des inneren Friedens gehst, um aus dieser Quelle des Friedens deine Kraft zu schöpfen für dieses gemeinschaftliche Projekt und Unterfangen. Und vergiss nicht, dieses Projekt hat nicht wirklich ein Anfang, ein Ende, wie ein irdisches Projekt. Es ist ein kontinuierlicher Weg, den wir gemeinsam gehen. Wir, die göttliche Ebene, gemeinsam mit dir, gemeinsam mit allen Menschenseelen, allen Lebewesen hier auf der Erde und der Erde, gemeinsam mit dem ganzen Universum, mit allem, was ist. Makramanantar Nukturai Famanar Nukturai Vostratant Nukturai Makramar Nukturai. Erkenne also deine Empfindsamkeit an. Sie ist deine Stärke. Eine deiner besten Stärken. Danke von Herzen an Erzengel Raphael, Erzengel Michael und an Kuan Yin
Und wie immer, ich bin jedes Mal selbst so ergriffen von den Worten und auch von der Energiefrequenz, die durch mich durchkommt, aber die nicht aus mir, aus meinem Ego herauskommt, sondern wirklich durch mich fließt und ja, von meinem höheren Selbst kommt, von der geistigen Welt durch mich fließt zu dir. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Engelbotschaft teilst, weil es ist so wichtig und es kommt auch immer wieder durch in verschiedenen Channelings, dass wir uns jetzt zusammenfinden, also dass sich die Menschen, die so sensitiv sind, die empathisch sind, die hochsensibel sind, dass die sich zusammenfinden und dass wir gemeinsam was kreieren, was Neues, eben diese neue Erde. Deswegen freue ich mich sehr, wenn du das Video weiterempfiehlst, die Engelbotschaft, und auch wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du deinen Daumen nach oben da lässt. Und schreib auch gerne in die Kommentare, wie du die Energie empfunden hast und was es mit dir macht. Und erkennst du wirklich deine Sensitivität als Stärke an? Ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns einen ganz inspirierenden, wundervollen, lichtvollen, kreativen, wilden und empfindsamen April. Mit ganz viel wunderbarer, neuer Energie, Aufbruchsenergie, Neubeginnenergie. Das ist so ein bisschen wie so eine Welle, die ja jetzt durch uns fließt, zu uns fließt, und wir dürfen auf dieser Welle surfen. Liebevoll, wild und kreativ. Namaste.